Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir Waldis Heldenmission gemacht. Er hat ein bisschen die Welt kennengelernt und auch gesehen, dass man was anderes gibt als Leftnisse. Und heute sind wir immer noch in Kolonie 30, weil wir können jetzt mit der Reparaturphase bzw. Zusammenbauphase von dem Riesenrobo weitermachen. Ich habe letztes Mal schon gesehen, dass wir bei weitem mehr als genügend Zeug haben, um diese Phase einfach direkt abschließen zu können. Phase 6. Also wir haben wirklich mehr als genügend Zeug zum Abgeben. Es waren ja 10 Phasen, also so viele Phasen sind hier nicht. Aber wir wissen, dass wir hier noch was zu tun haben. Strom weg. Irgendwie ist immer was, ne? Lass mich raten, ich darf euch jetzt das Ether geben oder muss ich die Stelle, wo ihr das herbekommt, untersuchen? Ich hab ein bisschen mehr hier erwartet. Ist hier nix? Karte sagt nein. Habe ich irgendeinen Einfluss auf das Ether-Teil? Scheinbar nicht. Ich dachte, ich hätte damit jetzt irgendwas zu tun. Vielleicht müsste ich eigentlich mit Waldi reden. Weil die ist ja gerade in meinem Team. Ich hole ihn mal eben kurz raus. Vielleicht kann ich ja mit Waldi reden. Okay, der redet über Nopon. Ich könnte ja einmal irgendwo hinreißen und dann wieder hin zurück. Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich glaube, hier mit dem Teil hier, hier ist ja immer noch eine Quest, die ich noch gar nicht abgeschlossen habe, beziehungsweise noch gar nicht angenommen. Weil ich mittlerweile glaube, dass man nur über diese Kreisgrotte dorthin kommt. Ich könnte hier mal einfach durch die Kreisgrotte laufen und mal gucken, ob wir da hinkommen. Okay, Leute, wir sind wieder in der City. In der Kreisgrotte war kein weiter Weg und als ich danach zur Kolonie 30 nochmal gegangen bin, war dort auch nichts los. Also, ja, momentan können wir da, glaube ich, nichts machen. Deswegen bin ich jetzt hier in der City und hoffe, dass ich alles jetzt von der Schreibblockade habe. Ja, scheinbar habe ich alles. Ein Moment.
Für Archäologen hat das immer einen Wert. Auch wenn sie eine Romanautorin ist. Sie hatte ihre Muse wieder, ihre Inspiration. Gern geschehen. Das kenne ich. Ich schreibe ja auch an einer Geschichte. Im Übrigen, neues Kapitel kommt demnächst zum Lesen. Wenn ich weiß, von welcher Geschichte ich rede, guckt einfach in die Videobeschreibung. Da sind 3 Seiten verlinkt. Schön, dass wir helfen konnten. Also manchmal habe ich halt auch Schreibblockaden. Oder halt, dass ich einfach nicht die Zeit finde dafür. Eine Quest haben wir hier in der City aber tatsächlich noch. Wir haben ansonsten noch brennende Neugier. Dafür müsste ich aber noch ein paar aknische Lebnisse vernichten. Und ja, da kriege ich irgendwie die dazugehörige Quest gerade nicht. Also wir haben noch Anpassungsschwierigkeiten. Aber dafür müsste ich Sachen sammeln. Ich wollte das irgendwann eigentlich Oski machen, aber ich kam bisher nicht zu. Ich würde dann sagen, machen wir tatsächlich jetzt mal so langsam sicher mit der Hauptstory weiter. Also wir sehen uns in der Nähe der Hauptquest. So I just pulled it free. No, I mean Lucky 7. Well, seem like it. It's not changed one bit. Well, obviously. Shape just cosmetic. Pardon? People and Ouroboros also not change. Before Paul Free, Mobius power not affect it either. Right. Lucky is simple contraption. What actually matter, Noah? The will of the wielder. If understand, then why ask? Just who are you? Riku, just Riku. Common variety Noppon. And how's a common Noppon get his wings on this? As said, receive from Master Pon to keep safe. Really? What Noah possibly think? Riku mustered up some big fancy lie? What Riku say funny? Nah, all good. We'll say I believe you. Meh meh? Riku bothered by that wording. Don't worry. I think I get it now. Oh? Nonetheless, Lucky 7 is something we'll have to cherish as we go on. Riku, thanks a lot.
Marvelous. Deft motions with nary a sign of hesitation. The footwork, remarkable. Thee especially. Oh, how gladdened I am to have awoken thee. Miyabi, my most valuable puppet. Guide them forth with thy inimitable melody. These waifs, these immaculate strays. Oh, da ist jemand schon wieder ein Fiesling und kontrolliert eine Kolonie. Beyond here is the Etia region. Then it's onwards to the Cloud Keep. This has turned into a proper Ionios trotting adventure. Na, wir nähern uns ja auch langsam so ein bisschen, glaube ich, dem Ende vom Spiel. So, auf nach Aethia. Eine schöne Gegend. Winterwunderland. Can't even get through that obstacle, Miyabi? Shouldn't have slacked in basic. 20 laps of the colony, and pick up the pace. An officer? Really? That's right. But why? I was top of the rankings. In all the training categories. It's done. But sir... Enter. Miyabi. As of now, consider yourselves our official Colony Theta Officers. But Commander... Understand. This decision is final. So, did you learn the score? I guess. So you can play it? More or less. That's so cool! And your part's so much harder than mine as well. I've been trying, but I'm struggling a bit with the start of the 12th bar. Can we please just drop it? Oh. We play tomorrow. I just want to get it over with. You're right, yeah. Sorry. Oh. Well then, I'll practice and make sure I've got my part down pat. Shall we go, Mia? Nebenhandlung von Mio. Oh, wir gehen zu Kolonie Omega. Das heißt, wir kriegen noch einen neuen Helden wahrscheinlich. Und wir haben ja in der einen Sequenz gerade eben gesehen, Kamurabi lebt offenbar wieder. Also ist wiedergeboren, wie es scheint. Also, einer der Helden, die man freischalten kann, sieht auch stark nach Kamurabi aus. Also gehe ich davon aus, dass wir ihn freischalten werden. Vielleicht ist Miyabi auch eine Heldin. Man weiß es ja nicht.
used to look up at this place from Colony 9. It looks a lot more inhospitable than I'd imagined. Hey! Nadia. What's up? Fine-tuning? Yeah. Got another battle tomorrow. Bit of a waste, eh? And you're such a slick fighter, too. Can't believe they paired you with that klutz Miabi. I don't know what the commander was thinking. At least you get to take it easy. Low risk of dying when you're in the rear guard. Nadia, we're waiting for you. Mission briefing? Cool, be right there. Later! Guess we live to fight another day? Come on, let's head back. To be fair, we scored some good points today. Tally's next week, was it? This is all such a waste. What is? Everyone else is out collecting life. And here we are, noodling our tunes. What use are we really to the colony and everyone? I think it's obvious. We can only truly contribute after death, is all. After death, though, isn't that just pointless? We could be playing our hearts out here, and nobody'd even see us. Is that right? Sure it is! Mio, is that why you're here? For recognition? Is that why you're being an offseer? For a commendation? No, it's just duty. You know, I'm actually glad I was born a klutz. I bet you're just scared. It is scary. Fighting. I am afraid to steal others' lives with my own hands. Actually, I'm impressed that it comes so easy to everyone else. It's just natural. We all of us live to fight. You're wrong. We just have to... We fight to live, that's all. Mio, have you ever touched a mote of light from a Kavesi? They're the same as ours. On the other side, the people live hoping the same things as us. It's a sad fate. Still, if we're forced to live this way, the least we can do is this.
fly high, ever higher. Goodbye. And thank you. To send on the voices of the departed is an off-seer's purpose. It's not a waste at all. So long as those voices speak to you. Voices? Mio! Miabi! Thanks, guys! Wunderschön, was wir hier mitbekommen. Also die Umstände sind natürlich schrecklich, aber... I wonder what's around here. Ist einfach nur schön, was man so von Miyabi hier mitbekommt. This is the west route, right? And you say we'll find Colony Omega here? Yeah. The colony I was at with Miyabi. Ja gut. Ich würde sagen, machen wir den Boss hier noch kalt. Und dann würden wir nach dem Boss hier auch schon Feierabend machen für heute. Na komm, wirf den jetzt um. Jetzt gibt's aus Null. Oh, ich konnte den Angriff noch machen. Diesen Backro machen wir platt. Ein Moment. So, Angriffskette. Jetzt machen wir den platt. So, Leute. Die Angriffskette habe ich jetzt durch. Leben tut das Ding aber tatsächlich immer noch. Dabei habe ich sogar richtig hart reingeknüppelt. Na gut, ich glaube, sterben tut jetzt trotzdem. Ja, der finale Treffer. Bam! Der das genau ausgereicht hat. Krass. Ja gut, ne? Ich habe ja gesagt, der Bossgegner hier ist jetzt das, was wir gegen Ende hier noch gemacht haben. Beim nächsten Mal gehen wir dann weiter, hören dann uns weitere Sachen zu Miyabi und Mius Hintergrundgeschichte an. Ist ja momentan wirklich mehr gucken als spielen.
Und ich denke mal, dass wir dann auch beim nächsten Mal auch auf eine neue Kolonie und eventuell einen neuen Helden stoßen werden. Ich sage eventuell. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.